Der große englische Traditionsverein Manchester United ist zurzeit nur ein Schatten seiner selbst. Das Team hat den schlechtesten Saisonstart seit 26 Jahren hingelegt. Die Fans sind besorgt und sie geben vor allem einem Mann die Schuld daran, Trainer Jose Mourinho. Stimmt das wirklich? Ist er alleine für dieses ganze Chaos verantwortlich? Oder hat es noch ganz andere Gründe? Das klären wir jetzt. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Man United hat einen Investor, und zwar die amerikanische Familie Glazer. Seit über 10 Jahren hat sie die Fäden in der Hand. Und das Problem ist, die Familienmitglieder haben keine Ahnung von Fußball. Es steckt kein Herz in diesem Investment, sondern einfach nur Kommerz. Sie wollen Geld verdienen. Für etwa 970 Millionen Euro kaufte Glazer den Verein. Dafür nahm die Familie Kredite auf. Und die muss, und das ist total kurios, Man United zur Hälfte selbst abstottern. Das bedeutet, zum ersten Mal seit den 30er Jahren hat der Club Verbindlichkeiten und deshalb sind sehr viele Fans gegen den Investor. Love United, hate Glazer ist das Motto. Jedes Jahr fließt ein Teil des Gewinns in die Taschen der Familie. Mehr als 1 Milliarde Euro soll sie mit Man United bis jetzt verdient haben und Kritiker sagen, kein Fußballverein in der Geschichte wurde so ausgebeutet. Kommerz steht an erster Stelle. Die Ticketpreise sind extrem gestiegen, die weltweite Vermarktung von Fanartikeln läuft sehr gut und bei Ausgaben wird jeder Cent zweimal umgedreht. Manchester United ist laut des Wirtschaftsmagazins Forbes der wertvollste Fußballverein der Welt. Wichtig für diesen Wert des Clubs ist natürlich der sportliche Erfolg und dafür braucht man gute Spieler. In England fließt eine Menge Geld. Das ist nichts Neues. Auch Manchester United gibt sehr viel aus. Paul Pogba ist ja der Rekordtransfer. 105 Millionen Euro hat man für ihn bezahlt. Er ist ein wirklich sehr guter Kicker. Seine Technik ist 1A. Es sieht elegant und glanzvoll auf dem Platz aus. Für Zweikämpfe bringt er die nötige Härte mit. Als Leader dirigiert er im Mittelfeld und seine Pässe sind extrem präzise. Pogba hat ein Auge für freie Räume. Bei Man United haben alle darauf gehofft, dass er eine Symbolfigur des Aufschwungs wird. Er soll die Fans begeistern. Tja, bis jetzt hat Pogba aber noch nicht auf Dauer bewiesen, dass er so viel Geld überhaupt wert ist. Seine Leistungen schwanken und das ist total merkwürdig, denn bei der Weltmeisterschaft, wir haben das ja alle gesehen, blühte er auf und führte Frankreich zum WM-Titel. Und die große Frage ist, wieso schafft er es, in der Nationalelf sein Potenzial auszuschöpfen, in Manchester aber nicht. Die Spielweise könnte tatsächlich daran schuld sein und sein Dauertief verursachen. Begeisterung löst die ja bei keinem aus. Es ist einfach bei Manchester United knallharter Ergebnisfußball. Hier heißt es Anspruch gegen Realität. Der Club hat den Anspruch, Titel zu gewinnen. Die Realität ist, dass andere Teams die Red Devils überholt haben. Jose Mourinho sollte das ändern, denn mit ihm gewinnst du Titel. Er ist the special one. Früher galt er als Fußballrevolutionär. Seine Defensivtaktik mit schnellem Umschaltspiel war neu. Der Gegner sollte überrumpelt werden. Seine Teams hatten deshalb vor allem so 2003, 2004 rum einen taktischen Vorteil. Deshalb gewann er ja auch mit dem FC Porto die Champions League. Das war eine Sensation. Fakt ist aber auch, der Fußball entwickelt sich unglaublich schnell weiter. Die anderen Teams haben aufgeholt und seitdem gewinnt Mourinho deutlich weniger Titel. Das zeigt auch die Statistik. Zwischen 2002 und 2010 holte er insgesamt 17 Titel. Seit 2010 sind es weniger als die Hälfte, obwohl er Teams wie Real Madrid oder den FC Chelsea trainiert hat. Vielleicht ist genau das eben auch das Problem. Mourinho spielt sogenannten Außenseiterfußball, aber er trainiert Top-Teams. Auf der europäischen Bühne mag das jetzt nicht so krass sein. Das funktioniert dann schon, seine Taktik, denn da sind die meisten Teams auf Augenhöhe. Der letzte Erfolg ist ja auch der Titel in der UEFA Europa League gewesen. Das war im Jahr 2017. Im Finale besiegte man Ajax Amsterdam 2:0. Und hier überließ man Ajax komplett den Ball. Aber in der Liga bekommt Man United oft Probleme. Gegen sogenannte kleine Teams muss man selbst das Spiel machen und hier fehlt aktuell ein Plan B. Ja, United ist Vizemeister, aber mit 19 Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mit etwas Neid schielen die Bosse da ans andere Ende der Stadt. Bei Manchester City läuft sehr viel richtig. Der Kader ist jung, hungrig und die Talente entwickeln sich kometenhaft.
Tja, bei United wiederum gibt's kein richtiges sportliches Konzept. Da dreht man sich seit Jahren im Kreis. Mourinho ist kein Trainer, der Spieler entwickelt. Denn jetzt mal ehrlich, schaut euch den aktuellen Kader an. Wer hat sich in den vergangenen 12 Monaten so richtig weiterentwickelt? Falls euch jemand einfällt, dann schreibt mir den gerne mal in die Kommentare. Mir fällt keiner ein. Intern gibt's deshalb angeblich einen Streit über die Zukunft des Vereins und im Mittelpunkt steht ein ganz besonderer Spieler, Anthony Martial. Keine Frage, er hat großes Potenzial, davon ist aber bis jetzt noch nichts zu sehen. 60 Millionen Euro hat Man United für ihn ausgegeben. Zuletzt wirkte der Junge aber lustlos und stand gegen Tottenham Hotspur nicht mal im Kader. Zwischen ihm und dem Trainer herrscht offenbar Eiszeit. Mourinho wollte ihn im Sommer loswerden. Ein Tauschgeschäft mit einem Innenverteidiger stand zur Debatte. Der Club wollte das aber auf gar keinen Fall und möchte jetzt lieber mit Martial den Vertrag langfristig um 5 Jahre verlängern, plus natürlich eine Gehaltserhöhung. Man hat Angst, dass aus diesem Jungen ein Topstar wird, wenn er Manchester verlässt. Und diese Angst haben die Bosse zu Recht. Bei Chelsea verließen Kevin De Bruyne und Mo Salah den Club, weil Mourinho nicht auf sie setzte. Und heute, ihr wisst es, sind sie Topstars der Premier League. Die Transferpolitik ist ganz entscheidend. Wie gesagt, Mourinho wollte unbedingt einen Innenverteidiger haben. Die Qualität im Kader reicht nicht aus, es fehlt ein Typ mit großer Erfahrung. Trotzdem hat der Club alle Wunschspieler abgelehnt. Entweder sie waren zu teuer, zu alt oder zu verletzungsanfällig. Und das ist schon kurios. Die größte Stärke des Systems von Mourinho ist jetzt seine größte Schwäche. Es fallen einfach zu viele Gegentore. Die Kritik wird deshalb immer lauter, aber man sieht, er kämpft um seinen Job und ändert dafür sogar sein System. Bei der 0:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur spielte Man United auf einmal ziemlich offensiv. Das sah in der ersten Halbzeit eigentlich relativ in Ordnung aus. Es wirkte wild, ja, man hat nicht so wirklich einen großen Plan dahinter erkannt, aber dafür war das alles sehr leidenschaftlich. Belohnen konnten sich die Spieler dafür nicht. Stürmer Romelu Lukaku vergab nämlich einige sehr gute Torchancen. Manchmal hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Eins steht fest, das Team braucht jetzt erstmal Zeit. Die Vorbereitung war extrem kurz. Insgesamt 12 Spieler waren bei der WM-Endrunde mit dabei. Dementsprechend kamen sie später erst zum Verein zurück als der Rest. Viel Zeit hat jetzt Mourinho aber nicht, denn sein potenzieller Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Zinedine Zidane. Er hat angeblich Lust auf den Job, das haben einige englische Medien berichtet. Frage an die Man United-Fans, welchen Trainer hättet ihr eigentlich lieber? OMMI ist eine Umfrage, macht da gerne mal mit. Die Ära Mourinho geht wohl jetzt zu Ende. Ausgerechnet im verflixten dritten Jahr. Erst einmal arbeitete er länger als 3 Jahre bei einem Club und das ist schon über ein Jahrzehnt her. Sollte Mourinho wirklich gehen, könnte das gleichzeitig bedeuten, dass eine große Trainerkarriere zu Ende geht.